dahinter. Amazon wird zum Monopolisten auf dem Buchmarkt oder versucht es auf jeden Fall. Die Frage lautet deshalb, kann sich der Markt eigentlich selbst regulieren oder muss die Politik handeln? Ich darf Ihnen die beiden Debattanten kurz vorstellen. Direkt neben mir Dieter Schnaas. Dieter Schnaas ist Autor und seit 2003 Chefreporter der Wirtschaftswoche. Er kommentiert das politische Geschehen in Berlin und porträtiert Menschen der Wirtschaft. Er schreibt Reportagen aus allen Teilen der Welt. Das habe ich jedenfalls so gelesen. Und er schreibt philosophische Essays über die Hintergründe von Gesellschafts-, Finanz- und Wirtschaftsfragen. Aufmerksam geworden sind wir auf Dieter Schnaas Anfang September. Da hat er nämlich in der Wirtschaftswoche einen Artikel über die Ökonomisierung der Kultur geschrieben. Und er hat eine These aufgestellt. Zitat: Amerika und Amazon bedrohen die, in Anführungsstrichen, kulturelle Vielfalt, jammern Kulturlobbyisten. Die Wahrheit ist, sie, also die kulturelle Vielfalt, nähert sich von Subventionen, Preisen, Spenden, Fördergeldern und verramscht ihre Spitzenprodukte. Zitat Ende. Alexander Skippis. Alexander Skippis ist Hauptgeschäftsführer des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. Er kommentiert die Entwicklungen auf dem Buchmarkt und ist wohl das, was Dieter Schnaas einen Kulturlobbyisten nennen würde. Alexander Skippis sieht in der Digitalisierung sehr große Chancen, setzt sich auf der anderen Seite für den stationären Buchhandel ein und kämpft gegen mögliche Erpressungsversuche von Amazon. Er fordert, das deutsche Kartellrecht an die Gegebenheiten eines digitalen Marktes anzupassen. Zitat: Es ist ein klarer Auftrag an die Politik und längst überfällig, die richtigen Ziele des Kartellrechts generell jetzt auch im digitalen Markt umzusetzen. Ganz kurz zum Ablauf. Erst werden die beiden Debattanten jeweils ein Statement von Pi mal Daumen 5 Minuten halten. Dann geht es in die direkte Auseinandersetzung. Das heißt, ich mische mich gar nicht mehr ein, sondern die beiden sollen streiten. Und zwar über die beiden jeweiligen Thesen, die sie vertreten haben. Und auch Sie werden fließend in die Diskussion einbezogen, wenn Sie das Bedürfnis haben. Also wenn Ihnen plötzlich irgendeine Aussage nicht passt oder wenn Sie einen erweiterten Gedanken loswerden wollen, dann geben Sie mir ein Zeichen. Ich stehe hier an der Seite und werde Sie fließend, wie gesagt, integrieren. So, und jetzt, los geht's. Amazon wird zum Monopolisten auf dem Buchmarkt. Kann der Markt sich selbst regulieren oder muss die Politik handeln? Herr Skippis. Vielen Dank, Frau Paul. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Lieber Herr Schnaas, ich glaube, wir sind näher aneinander, als Frau Paul das jetzt versucht darzustellen. Aber ich werde mich bemühen, die Gräben etwas aufzureißen. Ich muss Sie gleich enttäuschen bei der Antwort auf die Frage, geht das von selbst oder brauchen wir die Politik? Das ist eine Frage, die in der heutigen Zeit immer enttäuschend beantwortet wird, wenn man nicht mit Ja oder Nein, Like or Dislike oder 1 oder 0 antworten kann. Die Menschen sind halt differenzierter und ich erlaube mir eine differenzierte Antwort. Mein Mikro ist besser. Soll ich jetzt alles nochmal sagen? Oder, okay. Also dann steige ich gleich ein. Unsere Branche, die Buchbranche, macht der Gesellschaft ein Angebot. Wir liefern Buchinhalte für die Menschen und die Leserinnen und Leser entscheiden darüber, ob sie sie haben wollen oder nicht. Und wir fassen in diesem Zusammenhang die Digitalisierung und das Internet als eine sehr große Chance für uns auf, weil wir mit diesem Weg nicht nur neue Leserschichten gewinnen können, sondern wir können unser Produkt weiterentwickeln und können es vielleicht auch in dem einen oder anderen Fall schneller zu den Kunden bringen. Das ist eine ganz große Chance für uns und die nehmen wir wahr. Zugegebenermaßen haben wir in der Vergangenheit vielleicht etwas länger gebraucht, um zu merken, was sich da auf dem Markt tut. In den letzten Jahren haben wir sehr intensiv investiert und gelernt. Auch von Amazon. Wir haben auch von Amazon gelernt und es ist uns gelungen, auf Buchhandelsseite Buchhandlungen zu etablieren, die sowohl die physischen Vorteile wie die persönliche Beratung, das kulturelle Einkaufserlebnis und die sofortige Verfügbarkeit von Büchern zu kombinieren mit dem 24 Stunden rund um die Uhr Einkauf auf dem Webshop der Buchhandlung. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Wir haben Erfolg in dieser Frage. Seit über 1,5 Jahren verzeichnet der stationäre Buchhandel einen Zuwachs an
Anteil am Umsatz und gleichzeitig geht der im Buchbereich beim Onlinehandel zurzeit um 0,5 bis 1% zurück. Das ist ein Erfolg für uns, über den wir uns sehr freuen. Der zweite Punkt ist, die Verlage entwickeln Produkte weiter, entwickeln neue Vertriebsformen für Bücher, neue Möglichkeiten, Bücherinhalte zu den Menschen zu bringen, wie zum Beispiel Scooby, eine Flatrate-Plattform, die es schon längst gibt, bevor jetzt Amazon bekommt und sie uns zeigt. Das alles, was auf dem deutschen Buchmarkt passiert, hat dazu geführt, dass der deutsche Buchmarkt weltweit ein Vorbild ist. Der deutsche Buchmarkt ist an Qualität und Vielfalt ein Vorbild in der ganzen Welt. Wir sind im Übrigen in Zahlen, in absoluten Zahlen, der zweitgrößte Markt der Welt, hinter den USA, die in etwa doppelt so groß sind. Das sind alles Erfolge, die eigentlich auch im Dienste der Kultur stehen, auch wenn man natürlich streiten kann, ob das eine oder andere Buch jetzt besonders kulturell wertvoll ist oder nicht. Aber ich glaube, das ist eben auch ein Teil dieser Vielfalt. Und jetzt komme ich zu Amazon. Es gibt einen Wettbewerber, vor dem wir keine Angst haben, dem wir uns stellen und dem wir ja gerade Marktanteile abnehmen. Aber das ist ein Wettbewerber, der erklärtermaßen ein Monopol erzielen will. Jeff Bezos hat gesagt, ich möchte gerne Verlage jagen wie Gazellen. Amazon möchte der einzige Intermediär zwischen Leser und Autor werden. Und da kommen wir auf den Plan und sagen, das wollen wir nicht und wir werden das auch verhindern. Denn was dann passierte, wäre nämlich die Zerstörung von wertschöpfenden Strukturen, die es geradezu ermöglichen, dass eine große Vielfalt und große Qualität entstehen kann. Ich will nicht im Einzelnen darauf eingehen, wie das mit Quersubventionierung innerhalb der Verlagswelt ist oder der Notwendigkeit, dass es kleinere und mittlere Buchhandlungen gibt, damit kleine und mittlere Verlage entsprechend ihre Bücher produzieren können. Ich kann nur sagen, in einer Welt von Jeff Bezos wäre ein Autor wie zum Beispiel Franz Kafka niemals entdeckt worden, weil es nicht so einen verrückten Verleger wie Kurt Wolf gegeben hätte, der das erste Buch mit ihm gemacht hat. Das ist sozusagen unser Ansatz, warum wir Amazon in diesen Fragen bekämpfen. Amazon profitiert von unfairen Wettbewerbsvorteilen. Sie liefern E-Bücher aus Luxemburg aus mit 3% Mehrwertsteuer, während hier bei uns 19% Mehrwertsteuer gezahlt werden. Und Amazon nutzt jetzt schon seine marktmächtige Position, um Verlage zu erpressen. Da geht es um Konditionenverhandlungen, bei denen Verlage einfach in ihrer Auslieferung von Büchern behindert werden, damit ein entsprechender Anspruch auf höheren Rabatt durchgesetzt wird. Deshalb haben wir eine Kartellrechtsbeschwerde gemacht. Die Antwort auf die Frage jetzt ist von mir, wir möchten mit Leistung und Qualität überzeugen und das tun wir auch, aber wir brauchen gleichzeitig die Hilfe der Politik, die Rahmenbedingungen schafft, was zum Beispiel die fairen Wettbewerbsbedingungen angeht, was zum Beispiel Konzentrationsprozesse im Internet angeht. Und das ist nicht nur auf Amazon bezogen, sondern das gilt für alle großen Internetkonzerne. Hier brauchen wir Regelungen, quasi eine Charta der digitalen Welt, um Regeln aufzustellen, dass dieser Markt auch wirklich noch funktioniert. Denn das ist ja das Tragische daran, unserer Meinung würde dieser Markt zum Schluss nicht mehr funktionieren. Soweit mein Statement. Ja, auch ich darf mich vorstellen, Dieter Schnaas ist mein Name von der Wirtschaftswoche. Auch ich möchte, soll ich das nehmen? Auch ich möchte vielleicht mit einigen allgemeinen Bemerkungen einsteigen, bevor ich dann zum Thema Amazon komme. Ich möchte klar machen, dass es mir wichtig ist, dass wir, wenn wir über politische Steuerung, politische Eingriffe reden, das zumindest sehr, sehr vorsichtig tun. Und dafür gibt es eine Reihe von Argumenten. Das Kartellamt greift normalerweise ein, wenn die Preise durch Monopole zu hoch sind, nicht wenn sie zu niedrig sind. Das Kartellamt greift also ein, um den Kunden zu schützen. Das ist erkennbar bei Amazon zunächst einmal nicht der Fall. Verbraucherpreise sinken, es ist ein dominierender Akteur da, keine Frage, aber auch von einer herrschenden Marktmacht kann im Moment noch keine Rede sein. Amazon kontrolliert, wie Sie sagen würden, 80% des Online-Buchhandels, aber hat nur 25% der Anteile am Buchhandel insgesamt. Also ich rate da zunächst einmal zur Vorsicht. Ergänzt das Argument dadurch, dass der berühmte Ökonom Josef Schumpeter mal gesagt hat, dass Monopole normalerweise ein Phänomen sind, die am Beginn eines jeglichen Innovationszyklus stehen. Und das stimmt auch. Auch Monopolgewinne sind zunächst einmal nichts Tragisches oder Schlimmes, sondern sie sind, so hat Schumpeter zumindest damals argumentiert, zunächst einmal die Belohnung dafür, dass jemand ein unternehmerisches Risiko eingegangen ist.
Jeff Bezos mag zwar die Verlage wie Gazellen jagen, aber er geht auch ein unternehmerisches Risiko ein. Dieses Risiko wird am Anfang belohnt und man kann der Auffassung sein, das ist die klassische Argumentation, sobald Wettbewerbe am Markt sind, werden die Preise, werden die Monopolgewinne kleiner, es entsteht Wettbewerb und es entstehen neue Strukturen, die eben das Gegenteil von marktbeherrschenden Strukturen sind. Das zweite Argument, das dritte Argument wäre, dass es natürlich noch bestehende Schutzstrukturen seitens der Verlage im Moment gibt. Es gibt selbstverständlich noch die Buchpreisbindung und es gibt selbstverständlich noch besondere Maßnahmen zum Schutz von kleinen Verlagen. Also auch das spricht im Moment aus meiner Sicht nicht dafür, politisch übermäßig aktiv zu werden. Das zweite ist eher eine beschreibende Sache. Die Marktmacht verlagert sich im Moment, glaube ich, selbstverständlich von den Produzenten hin zu den Händlern. Das ist, glaube ich, keine Frage. Wir sehen das am Beispiel der Autoproduktion, wo die Zulieferer Produkte herstellen und die Premium-Hersteller, die großen Autohersteller im Grunde nur noch Händler sind, sie mit einer angeschlossenen Fabrik. Noch deutlicher wird das Beispiel selbstverständlich im Lebensmittelhandel. Sie wissen, dass Aldi und Lidl die Preise als Händler diktieren, die Milchpreise diktieren, die Lebensmittelpreise diktieren und dass die Marktmacht dort sich sehr verschoben hat von den Produzenten in Richtung zu den Händlern. Das ist, glaube ich, ein Vorgang, der nun auch die Buchbranche erreicht. Aber auch da würde ich sagen, wir müssen erst einmal abwarten, was sich dort tut. Wir sehen an anderen Beispielen der Kommunikationsinhalte, der Medieninhalte, auch davon bin ich natürlich auch betroffen als Mitarbeiter eines Verlagshauses. Wir sehen, dass bei Film, Musik und auch bei Büchern im Moment, bei Nachrichten im Moment das Gleiche passiert. Sinnbildlich dafür stehen Spotify, Netflix, Amazon Unlimited und natürlich auch die Zeitungsverlage. Was ich nur sagen will, ist, dass wir alle miteinander relativ ratlos vor dem Phänomen stehen, dass man auf einen schönen Satz bringen kann. Früher haben sich die Inhalte ihrer Distributionskanäle gesucht. Das heißt, diese waren das Mittel zu jenem Zweck und heute ist es umgekehrt. Heute suchen sich die Distributionskanäle ihre Inhalte. Und die Inhalte sind das Mittel, die dem Zweck der Vertreibung dienen. Also das ist ein Prozess, der im Moment entsteht. Der ist aber noch lange nicht zu Ende. Man kann ihn beklagen, aber er ist noch lange nicht zu Ende. Und bis er nicht zu Ende ist und bis man nicht absehen kann, was tatsächlich, in welche Richtung es sich entwickelt, bin ich mit politischen Eingriffen sehr vorsichtig. Dritter Punkt noch, es sind noch zwei, drei kürzere Punkte, die ich noch anbringen möchte. Die Buchhändler beklagen sich ja nicht nur über Amazon, sondern sie beklagen sich natürlich auch über den Direktvertrieb der Verlage. Also der Direktvertrieb der Verlage hat mittlerweile auch ein großes Maß angenommen, dass es in diesem Spiel zwischen Autoren, Leser, Verlegern und Händlern nicht eine klare Frontstellung gibt, wo man sagen kann, auf der einen Seite steht Amazon, auf der anderen Seite alle anderen. Das ist mitnichten so. Wir haben es hier mit einem Interessengeflecht zu tun. Insofern haben wir es auch mit einem politischen Interessengeflecht zu tun. Und ich finde, man muss sehr genau sortieren, die Argumente, die Amazon vorzubringen hat und die Argumente, die die Verlage vorzubringen haben und die Argumente, die der stationäre Buchhandel vorzubringen hat. Das Stichwort Kulturgutbuch, da muss ich Ihnen gestehen, sträuben sich mir mittlerweile die Nackenhaare. Was wünschen sich die Verlage und die traditionellen Buchhändler tatsächlich zu schützen? Kulturgutbuch, ich kann darauf nur antworten, 99% der Bücher, lassen Sie es 90% sein oder 95%, sind heute Gebrauchswaren, um nicht zu sagen Verbrauchswaren. Also mit anderen Worten ein klassisches Wirtschaftsgut. Wir können darüber reden, was zu schützen ist, aber wenn die politische Diskussion in eine Richtung geht, dass die Kultur an sich für sich beansprucht, ein schützenswertes Gut zu sein, dann frage ich mich, wollen wir den neuen Roman von Nele Neuhaus schützen oder eine Wiederauflage der Lyrik von Thomas Kling? Das ist ein großer Unterschied. Aber man muss sich bitte darüber verständigen und vor allen Dingen, glaube ich, muss man darüber reden, was zu schützen ist, sonst macht man sich in der politischen Diskussion unglaubwürdig. Bei Hans Kiepes bin ich sofort, wenn es darum geht, dass Amazon hergeht und sich gezielt einzelne Verlage herauspickt, um Rabatte durchzusetzen, dann ist das möglicherweise, es muss ja richtig geklärt werden, ein eklatanter Verstoß
gegen das Wettbewerbsrecht. Mit anderen Worten, Wettbewerbsverzerrung. Und als guter Marktwirtschafter, der ich hier auf dem Podium sitze, muss ich natürlich sagen, Wettbewerbsverzerrung ist nun wirklich genau das, was wir uns nicht leisten dürfen. Sie gilt es unbedingt zu ahnden und es rechtfertigt aber keinen generellen Schutz des Verlagswesens und auch nicht des Buchhandels. Das vielleicht eingangs dazu. Versuchen Sie auch das andere, das müsste geht auch... Geht das jetzt? Ja, das okay, das jetzt geht's. Ja, das war der... Jetzt einige Argumente. Ich möchte den Teil, die sehr wichtige Frage, was zu schützen ist, da würde ich noch mal ganz kurz darauf eingehen. Ich glaube, dass man in einer Kulturbranche sich hüten sollte, zu beurteilen, was schützenswert ist und was nicht. Ich erinnere mich zumindest an das, was ich gelesen habe, als Arthur Schönberg sein erstes Werk, als das erste Werk aufgeführt worden ist, kam es zu tumultartigen Zuständen in der Oper. Es artete in einer geradezu Schlägerei aus, weil man das als den letzten Schrott bezeichnet hat. Heute wissen wir, oder nach unserem heutigen Einschätzen oder ästhetischen Vorstellung, ist Arthur Schönberg schon jemand, der ernst zu nehmen ist. Das ist, finde ich, ein extrem schwieriger Punkt, was zu schützen ist. Ich räume Ihnen völlig ein, dass es auch in der Produktion von Büchern viel, sagen wir es mal ganz deutlich, Schrott gibt. Aber dann zu sagen, ich möchte gerne jetzt differenzieren, was ist wirklich gute Kunst und was nicht, das ist irrsinnig schwierig und ich würde mich da fast als Jurist an die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes zum Kulturbegriff und Kunstbegriff halten, zu sagen, im Prinzip ist Kunst das, was ein Künstler macht. Ich habe in meiner juristischen Ausbildung einen Fall, der ist mir so in Erinnerung, vielleicht ist das so ganz anschaulich gesehen, da gab es den sogenannten Arschdruckfall. Das war der Fall, dass ein Künstler auf der Hauptwache mit seinem entblößten Gesäß auf ein Stempelkissen sich gesetzt hat und dann auf ein Stück Papier und hat einen Druck gemacht. Das war in den 60er Jahren. Natürlich lief die Polizei und alles amok, das ist eine Unerhörtheit. Und immerhin hat dann zum Schluss das Bundesverfassungsgericht gesagt, das ist Kunst. Also der Kunstbegriff jetzt in dem Bereich, was ist schützenswert und was nicht, das sollten wir uns gerade mit auch unserer Geschichte zurückhalten. Ich würde sagen, das ist, was in der Buchproduktion ist, ist Kunst und Kultur. Aber zu den Zahlen und zu Schumpeter, das interessiert mich jetzt sehr. Natürlich, ich teile diese Auffassung auch von Schumpeter, nur Schumpeter hat in einer Zeit geschrieben, als es das Netz noch nicht gab. Und wir beobachten doch jetzt bei Monopolbildungen am Anfang, wie schnell das geht und wie geradezu unüberwindbar das ist. Die Nachfragen, also die Suchanfragen bei Google sind heutzutage in Deutschland bei 98%. Ich frage mich, kann man da überhaupt noch einen Wettbewerb aufbauen? Ist das nicht schon Monopol? Und die dahinterstehende Frage für mich ist dann auch bei Google oder Amazon, wer sagt uns denn bei dieser hochgradigen Intransparenz dieser Rankings, ob das alles wahr ist? Wer sagt mir, ob das Ranking bei Amazon 1, 2, 3, 4, 5 wirklich die gut verkauften Sachen sind? Oder sind das vielleicht die Verlage, die die höchsten Rabatte gegeben haben und die dann oben stehen? Also das sind für mich Fragen, die, sag ich mal, in Ergänzung von Schumpeter dann schon auch besprochen werden sollten. Die Frage, die mich allerdings dann tatsächlich eher noch vorläufig interessieren würde, wäre, ist es überhaupt ein Problem, dass Amazon seine Rankings veröffentlicht? Es kann ja ein unlauteres Ranking sein. Es kann ja ein Interesse von Amazon dahinter stecken, dieses Ranking zu veröffentlichen. Es ist ein Privatunternehmen. Es ist deutlich erkennbar als ein Privatunternehmen und kann selbstverständlich seine Rankings nach den Parametern gestalten, würde ich zunächst einmal argumentieren, die es für gut hält. Das Faszinierende an Amazon ist auch, dass, Sie haben es eben beschrieben, der deutsche Buchhandel es geschafft hat, komplett den gleichen Servicequalität anzubieten. Das heißt, ich kann, wenn ich in Frankfurt oder in Berlin in die nächste Buchhandlung gehen, spazieren und habe am nächsten Morgen das Buch. Nichts mehr und nichts weiter bietet Amazon auch an. Die Frage, die also ist oder für mich auftaucht, ist, warum gehen die Kunden trotzdem zu Amazon? Nun kann man argumentieren, naja, der in der Eifel oder der im Harz oder der im Taunus, der hat jetzt nicht den unmittelbaren Zugang zu der Buchhandlung. Ja, auch da würde ich sagen, ist Amazon zunächst einmal für ihn ein wichtiges Mittel, um diese Bücher zu erhalten. Aber noch einmal, wir wissen von den schlechten Arbeitsbedingungen bei Amazon. Wir wissen ausreichend von den Risiken, die mit der Zentralisierung einhergehen. Wir
Rein. Wir wissen von all diesen Dingen, sind in den Medien laufend berichtet und der Kunde geht trotzdem zu Amazon. Und insofern würde ich zunächst einmal sprechen von der Freiwilligkeit, sich in einen Zwang zu begeben. Und ich würde immer erstmal raten, weiter es mit Aufklärung zu versuchen und weiter erstmal darüber zu berichten, das passiert, das sind die Gefahren, aber mit gesetzgeberischen Maßnahmen sehr vorsichtig sein. Okay, das ist ja genau das, was wir tun. Diese Diskussion soll ja auch dazu beitragen, zu sagen, der Leser und die Leserin und die Käuferin und die Käufer sollen sich über die Konsequenzen ihrer Kaufentscheidung bewusst sein. Und mit dieser Öffentlichkeitsarbeit und mit dieser Diskussion haben wir Erfolg. Buchhändler und viele Buchhändler berichten uns von dem Beginn eines Kaufgespräches, das meistens anfängt mit dem Satz, ich habe früher bei Amazon gekauft. Also wir überzeugen mit unserer Leistung, das steht ja im Vordergrund, wir wollen mit unserer Leistung überzeugen. Deswegen habe ich auch am Anfang gesagt, die Frage kann ich nicht mit Ja oder Nein beantworten. Aber ich sage trotzdem, auch die Politik ist gefordert, faire Wettbewerbsbedingungen herzustellen. Ich habe den Mehrwertsteuersatz Luxemburg und Deutschland angesprochen. Das ist eine Situation, die einfach nicht unfair ist. Und weiterhin gehört zu einem fairen Wettbewerb, dass wenn man eine entsprechende Marktmacht hat, und da würde ich Ihnen gerne widersprechen, Amazon hat in bestimmten Bereichen eine Marktmacht. Der Onlinehandel in Deutschland beträgt 16,3%, davon dominiert Amazon. Die veröffentlichen keine Zahlen, aber nach Berechnungen zwischen 50% und 70%. Wenn das kein Monopol ist oder monopolähnliche Strukturen, dann weiß ich nicht, was man sonst noch verlangen will. Im Übrigen gilt das auch im E-Book-Bereich. Da liegt in etwa die Quote von Amazon bei 45%, 50%. Das weiß man auch nicht so genau. Auch das ist eine mächtige Position. Versuchen Sie mal das Argument nochmal aufzunehmen, dass Amazon ein Wettbewerber unter anderem ist, die ja mit einem sehr attraktiven Angebot auf den Kunden zugehen und das von dem Kunden gutiert wird. Und diese Entwicklung abzuwürgen mit politischen Mitteln, anstatt mit aufklärerischen Mitteln und zu sagen, liebe Leute, ihr habt es selbst in der Hand, halte ich für hochproblematisch. Warum sollte die Politik in dem jetzigen Stadium eingreifen? Noch kann man argumentieren, und ich finde mit sehr guten Argumenten argumentieren, dass wir es im Grunde bei der ganzen Diskussion um nichts anderes handelt, als um einen Strukturwandel, wie er schon viele, viele, viele Male in verschiedenen Branchen, in verschiedenen anderen Branchen stattgefunden hat. Dieser Strukturwandel besteht darin, dass wir es nicht mehr mit gedrucktem Wort zu tun haben, sondern mit einem digitalisierten Wort. Und dieses digitalisierte Wort bietet zunächst einmal dem Laien wie auch dem Normalkonsumenten, aber auch dem Wissenschaftler eine immense Bandbreite von Vorteilen. Ich warte ja förmlich nur darauf, dass es sehr viele alte Bücher in digitalisierter Form, dass ich den Zugriff da auf alle Bibliotheken drauf habe. Also das erleichtert ein wunderbares, das wissenschaftliche Arbeiten. Wir haben jetzt schon die Funktionen in diesen digitalen Büchern, dass wir die kleinen Worte anklicken können und haben so ein Online-Lexikon dabei. Ich verstehe Ihre Sorgen, aber das ist auch nicht unser Thema, was Sie jetzt gesagt haben. Ja, aber der Treiber in diesem Strukturwandel, der ohnehin auf uns zukommt, ist fraglos Amazon. Und ich wage zu bezweifeln, dass es, wenn wir es politisch jetzt an diesem Stadium versuchen, schon einzugreifen, dass es dem Strukturwandel und der Entwicklung förderlich ist. Also dann will ich es nochmal ganz deutlich sagen, wir stellen uns den Wettbewerb, wir sind in diesem Wettbewerb erfolgreich, wir wollen keine Entwicklungen aufhalten, wir wollen sie gestalten und tun das auch. Ich verlange nur auf der Seite, wo Wettbewerbsbedingungen, wo wir im Wettbewerb stehen, Wettbewerbsbedingungen, ich sage es unfair, man könnte auch fast sagen rechtswidrig sind, in diesen Situationen erwarte ich von der Politik, Regeln aufzustellen, vielleicht auch korrigierende Regelungen im Wettbewerbsrecht und Kartellrecht, um einen fairen Wettbewerb zu ermöglichen. Und Sie haben völlig recht, Amazon bietet einen super Service, ist ein ideales Geschäftsmodell, ist ja völlig okay. Wir versuchen mit unserem Modell zu überzeugen und den Menschen zu sagen, wir bieten euch, ich sprach vorhin von der Symbiose im Buchhandel zwischen Web und physischer Präsenz, wir bieten euch einen Mehrwert.
Mehrwert, den euch kein Online-Händler bieten kann. Und die Menschen verstehen das und sie nutzen das auch. Und das ist ja gerade der Punkt, dass wir sagen, wir haben ein Produkt, wir haben einen Service für die Menschen, die das funktioniert. Und auf der anderen Seite erwarten wir dann eben aber auch von dem Wettbewerber, dass er sich fair verhält. Und nur das möchte ich von der Politik geregelt haben. Ich möchte nicht, dass da irgendwas aufgehalten wird. Ich möchte auch Menschen nicht bevormunden, sondern ich möchte überzeugen. Und die Öffentlichkeitsarbeit, die wir zum Thema Amazon machen, ist Teil dieser Überzeugung. Ich sagte es vorhin schon, über die Konsequenzen der Kaufentscheidung nachzudenken. Und ich glaube, darüber sind wir uns einig. Wenn wir ein Monopol im Buchmarkt, aber das gilt natürlich auch für alle anderen Märkte, haben, dann ist das immer zu Lasten des Konsumenten in erster Linie. Und dann natürlich auch zu dem jeweiligen Produkt. Und das wollen wir eben nicht. Und darauf bauen wir. Ich kann immer noch nicht sehen, das können Sie mir auch immer noch nicht klar machen, wo im Moment die Entwicklung so monopolartig werden soll, dass sie zu Lasten des Konsumenten geht. Ich bin sofort bei Ihnen, wenn es darum geht. Also wenn Amazon die Auslieferung von Büchern verhindert, geht das zu Lasten des Konsumenten und des Autors. Das habe ich eingehend sofort konzidiert, dass ich an diesem Punkt bei Ihnen bin. Allerdings bei den anderen nicht. Es geht nicht zulasten des Konsumenten im Moment. Die Entwicklung geht eindeutig zugunsten des Konsumenten. Ich habe überhaupt nichts, bringe ich in Stellung dafür, dass Amazon sozusagen den Kunden verheiligt. Jeder weiß heute, dass wir im digitalen Zeitalter leben, dass wir nicht nur Datenkonsumenten sind, sondern auch Datenlieferanten sind. Und dass das sich Amazon zunutze macht, wie Google auch. Das ist aber nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass wir an dieser Stelle keine Monopolsituation haben, sondern dass es dem Konsumenten noch zunutze kommt. Wenn ich beispielsweise ein englisches Buch, ich gebe nur ein Beispiel, Thomas Piketty ist ja jetzt jedermann bekannt, brachte sein englisches Buch heraus. Ich musste es für uns besprechen, es war plötzlich ganz große Diskussion, jeder wollte was drüber wissen. Ich habe es mir mit einem Mausklick runtergeladen, es kostete, glaube ich, 12,99 €. Ich habe es auf meinem E-Reader gehabt, habe es lesen können und 3 Tage später besprechen können. Das ist eine wunderbare Innovation. Mit anderen Worten, was ich sagen will, es kommt den Kunden zugute. Sie haben als großen Schutz schon bereits die Buchpreisbindung. Und ich bin kein Befürworter, obwohl ich eingangs eben gesagt habe, dass man über die Qualität, was unter dem Schutz der Buchpreisbindung fällt, wahrlich streiten kann. Aber jenseits dieses markanten, großen Schutzes, den die Politik, glaube ich, auch weiterhin gewähren möchte, sehe ich im Moment überhaupt keinen Bedarf. Also, ich denke, dass es unglaubliche Vorteile gibt von Amazon, dass Amazon ein Treiber in dem Geschäft war und ist und Vorteile bietet. Aber Amazon bietet auch Nachteile. Und wir wollen darauf aufmerksam machen. Wer einen Kindle Reader kauft, wird ewig und immer mit Amazon verknüpft sein. Er kann da nicht mehr raus. Die Daten der Leser werden ausgespäht. Es wird genau geschaut, wer wann wie viel liest und was er liest. Und daraus versucht Amazon dann Kultur zu produzieren, indem nämlich dann Autoren gebeten werden zu schreiben, das, was die Menschen gerne häufig gelesen haben. Das ist für mich die Perversion des Kulturbetriebes, denn ich glaube, Autoren oder Künstler insgesamt sollten das tun, was in ihnen ist, was ihre Auseinandersetzung mit der Welt bedeutet und nicht so sehr das, was vielleicht ankommt. Dann haben wir nur eine sehr kulinarische Kultur, die aus meiner Sicht jedenfalls nicht weiterführt. Und nochmal, das, was ich von der Politik erwarte, ist nicht eine Einschränkung des Geschäftsmodells von Amazon. Wie gesagt, dem stellen wir uns und das gestalten wir mit. Was wir wollen, ist faire Wettbewerbsbedingungen. Das heißt zum Beispiel, Mehrwertsteuersätze so angleichen oder ermöglichen, dass alle teilnehmen können. Natürlich kann die Buchhandlung Bücherwurm mit ihrer Website in Luxemburg den Shop aufmachen. Nur, das wird sie nie können, weil sie das nicht investieren kann. Amazon kann aus Luxemburg liefert E-Books für 3% Mehrwertsteuer, verlangt aber natürlich dann denselben gebundenen Ladenpreis. Mit anderen Worten, Sie haben schon mal einen Wettbewerbsvorteil von 16% gegenüber jedem anderen. Und das sind Dinge, die jetzt auch die EU abstellen wird, aber das sind Dinge, von denen ich erwarte, dass die geregelt werden. Und das Gleiche gilt natürlich auch noch für Urheberrechtsfragen etc. oder vor allen Dingen für das Kartellrecht. Und da muss ich Ihnen nochmal widersprechen. Ich sehe eine hohe Marktkonzentration. Ich habe das versucht, in Zahlen zu belegen. Die Marktkonzentration ist so hoch, dass im Grunde genommen kein Verlag auf den Vertriebskanal Amazon verzichten kann.
Ich möchte nochmal die Gegenrede halten, dadurch, dass Sie sagen, dass Amazon sozusagen eine Kultur der Unkultur befördert. Da noch einmal muss ich wirklich laut lachen. Da muss ich deswegen laut lachen, weil die Buchbranche natürlich in den vergangenen Jahren nichts anderes gemacht hat, als diese Unkultur selbstverständlich auch zu fördern. Sie haben doch selbstverständlich auch wirtschaftliche Interessen und die Händler, die hier ausstellen und die Verlage, die hier ausstellen, sind selbstverständlich Wirtschaftsunternehmen, die ganz klipp und klar wirtschaftliche Interessen verfolgen. Und es ist doch kein Zufall, dass heute jedes Kinderbuch nur noch als Serie erscheint und als mit angeschlossenem Film und angeschlossenem Spiel. Es ist doch kein Zufall, dass heute sozusagen auch Romane und Bestseller fabriziert werden können. Genau gegen diese Art von Verheiligung eines Kulturbegriffs, der angeblich durch Amazon gefährdet ist, genau gegen diese Art der Verheiligung wehre ich mich. Die Kultur hat selbst das meiste dazu beigetragen, dass sie als Flatrate erhältlich sein soll und erhältlich sein will. Und das kann man nicht Amazon vorwerfen. Also dem muss ich heftig widersprechen. Es kann sein, dass es in Teilen so ist. Es ist aber auch in anderen Teilen nicht so. Das ist eben eine Vielfalt des Kulturbetriebes. Also ich glaube, ich lese gerade noch mal Liao Yiwu, die Kugel und das Opium. Also da kann ich nichts erkennen von dem, was Sie eben gesagt haben. Gut, das ist jetzt ein bisschen unfair, weil ich einen rausnehme. Aber mir würden gleich auch 20 einfallen. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich irgendetwas Seichtes, Flaches, versucht in Serien zu machen. Okay, ja, das ist die Realität. Das will ich auch gar nicht verbieten. Ich möchte das auch gar nicht bekämpfen. Ich möchte nur einen Wettbewerber wie Amazon, und ich fange mich an zu wiederholen, dem so Einhalt gebieten, dass wir einen fairen Wettbewerb haben. Das ist alles. Und dann kann jeder eben genauso produzieren, wie er will. Also ich glaube, wenn ich Sie richtig verstehe, sind wir überhaupt nicht jetzt in diesem Punkt richtig streitig. Dann honoriere ich sehr Ihre Bemühungen, das herbeizuführen. Aber es ist in der Tat so, das ist natürlich vielschichtig. Also die Frage der Wettbewerbsregeln bei Amazon, das ist eben für mich der Kernpunkt. Das ist ein Unternehmen, das nicht kommuniziert, von dem man keinerlei Transparenz hat, das eben am Markt eine hohe Konzentration hat, ob das jetzt ein Monopol ist oder nicht, brauchen wir nicht zu streiten. Auch das Kartellrecht kennt ja unterhalb des Monopols sozusagen marktdominierende Stellungen. Das hat es unserer Auffassung und unserer Kartellrechtsanwälte auf jeden Fall. Deshalb haben wir auch die Beschwerde beim Kartellamt eingereicht. Und da erwarte ich allerdings in der Tat von der Politik Hilfestellung. Und ich möchte jetzt mal ganz kurz das Publikum mit einbeziehen. Herr Bleicher-Nagelsmann vom Verband der Schriftsteller hatte schon länger eine Frage. Könnt ihr mir so ein Ding da geben? Ja, schönen guten Tag. Ich habe einen Kommentar vielleicht genauer gesagt, aber es gibt dann auch noch eine Frage. Herr Skippis hat gerade ein Beispiel genannt, ein Autoren. Es gibt mittlerweile über 2000 Autoren, die gesagt haben, wir wollen das Prinzip Amazon nicht. Es gibt eine Aktion, fairer Buchhandel. Und diese Autoren haben gesagt, das, was da angestoßen wird, was da läuft, ist etwas, was wir unter dem Verständnis von Buch und Kultur so nicht mehr gefördert sehen, sondern behindert sehen. Das ist ein zentraler Punkt. Es sind die Betroffenen selbst, die das sagen. Und es sind inzwischen auch mehrere Unterstützer, die das sagen. Ich habe den Eindruck, wenn ich Sie argumentieren höre, Sie warten drauf, bis die Kultur, das Kind in den Brunnen gefallen ist. Also wenn es um die Kultur geht, geht es um die Vielfalt der Kultur. Das Buchhandelssystem, wie wir es in der Bundesrepublik haben, sichert Vielfalt, sichert Unterschiede, sichert Möglichkeiten, ist nicht nur auf Bestseller orientiert. Und das ist der entscheidende Punkt. Es geht bei der Kultur um Ware, richtig, aber es geht eben beim Buch um die Ware Buch, aber es geht eben auch um den Inhalt und die Kultur. Und da zeigen die Erfahrungen mit Amazon, dass das den Bach untergeht. Man muss sich die USA anschauen, da ist das schon ein Schritt weiter, was hier läuft. Wir stehen ja am Anfang, aber dieser Prozess wird so beschleunigt und da ist es die Aufgabe der Politik zu handeln, vorausschauend zu handeln. Wenn die Vielfalt zerstört ist, sie wieder aufzubauen, ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. Insoweit ist vorausschauendes Handeln der Politik notwendig.
Und was außer Acht gelassen worden ist, Stichwort Buchpreisbindung ist ja genannt, es gibt ja mehrere Prozesse, die laufen. Das ist das Freihandelsabkommen mit den USA und das ist ein weiterer Faktor, der darauf orientiert, dass Schranken fallen und eine dieser Schranken wäre die Buchpreisbindung. Und die großen Konzerne wie Google, Amazon sind die, die ein Interesse daran haben, dass genau solche Hindernisse fallen. Und dann haben wir am Ende nicht die Vielfalt der Kultur, das Kind liegt im Brunnen, dann haben wir, jeder kann zu McDonald's gehen, ich habe da kein Problem, wenn es schmeckt, der soll da essen, aber ich möchte auch was anderes essen. Ich möchte nicht nur das essen, ich möchte andere Sachen essen, französischen Käse und was es sonst noch gibt. Das heißt, es geht mir um die Vielfalt. Die gilt es zu sichern, die gilt es zu erhalten und dahin muss das Interesse gehen. Und das ist die Aufgabe der Politik, das sicherzustellen. Dankeschön. Herr Schnaas. Ja, also mir ist das mit der kulturellen Vielfalt als Argument wird es mir ein wenig unbehaglich. Das wird mir deshalb unbehaglich, weil ich, wie gesagt, diese kulturelle Vielfalt immer als ein sehr starkes Keulenargument empfinde, mit dem die Kultur einen Bannbezirk um sich ziehen möchte, um geschützt zu werden oder eben um Gehör bei der Politik zu bekommen. Hier, wir brauchen eure Hilfe. Ich würde ganz im Gegenteil mal versuchen, die Gegenrede versuchen zu behaupten, die Autoren, für die ich mich zum Beispiel interessiere, die finde ich auch ohne Amazon. Und die kulturelle Vielfalt ist gesichert. Ich sage jetzt mal ins Blaue hinein, das neue Buch von Heinz Bude, dem Soziologen, das kann ich auch ohne Amazon ansteuern. Davon kriege ich Kenntnis, beispielsweise durch die Presselandschaft. Der neue Roman von Juli C., auch davon erhalte ich, bin ich Leser, interessiere ich mich dafür, in einschlägigen Publikationen ausreichend Informationen. Auch dazu brauche ich nicht Amazon. Ich würde also sagen, gute Bücher brauchen von guten Schriftstellern brauchen möglicherweise gar nicht Amazon. Wohingegen Amazon selbstverständlich als Vollsortimenter alle Verlage und alle Bücher führen muss. Mit anderen Worten, auch da würde ich sagen, steckt vielleicht mehr Autonomie und Kraft in den Autoren und in dem, womit die Verlage wuchern können. Und das, was wir tatsächlich im engeren Sinne, oder ich zumindest im engeren Sinne, unter Vielfalt verstanden wissen möchte, als das angenommen wird, dass es von Amazon tatsächlich bedroht ist. Also Herr Schnaas, da ist einfach Üb drin. Ich kann den jetzt jedenfalls nicht erkennen. Mir fehlen fast schon die Worte dazu. Da gab es aber jetzt gerade eine Wortmeldung, die sich vielleicht genau dazu äußern will. Nee, ich habe eine Frage. Martin Ebel vom Tagesanzeiger in Zürich. Ich habe jetzt so oft gehört, die Politik muss Rahmenbedingungen setzen. Was wäre denn das, was Sie von der Politik verlangen? Ich habe jetzt nur gehört, den Mehrwertsteuersatz für E-Books europaweit gleichzusetzen. Ist das alles oder muss es noch mehr geben? Nein, also das geht nicht nur um Gleichsetzen, sondern es geht darum, dass eben solche grenzüberschreitenden Verkehre ausgeschlossen werden, dass eben Wettbewerbsnachteile für lokale Händler entstehen. Ich erwarte davon, dass das Kartellrecht in Fortsetzung von Schumpeter so angepasst wird, dass es auch den Internetrealitäten gerecht wird. Im Internet ist nun mal die Mechanik eine ganz andere der Konzentrationsprozesse als in der physischen Welt. Wenn einer ein Waschmaschinenhersteller ist, dann kann man das alles sehr schön erkennen, wie viele Waschmaschinen er verkauft und dann ist er eben ab einem bestimmten Punkt Monopolist oder halt marktbeherrschend. Im Internet geht das rasend schnell. Es ist aber auch die Suggestionskraft des Internets auf der ersten Suchseite zu sein, was noch nichts mit Marktkonzentration zu tun hat, aber die Suggestionskraft auf der ersten Seite der Suchergebnisse zu sein, bedeutet letztendlich, dass alles andere nicht existiert. Das sind neue Verhältnisse und ich möchte ja nur, dass das Kartellrecht, der Geist des Kartellrechtes, der, ich glaube, den teilen wir alle, er soll nämlich letztendlich den Konsumenten schützen, dass dieser Geist des Kartellrechtes darauf sozusagen modernisiert wird. Und jetzt lassen Sie uns doch mal über andere Länder sprechen. Lassen Sie uns über Länder sprechen, in denen es diese großen Schutzmechanismen und im Grunde genommen ist es nur die Preisbindung, in Anführungsstrichen ein starkes Urheberrecht, in denen es das nicht gibt. Nehmen wir England oder nehmen wir die USA, da gibt es keine Buchpreisbindung, die Bücher sind alle im Schnitt teurer dort, die Buchhandlungen sind nahezu verschwunden vom ganzen Markt und wir haben
ich will das jetzt qualitätsmäßig nicht beurteilen, aber was die Vielfalt angeht, jedenfalls weniger als bei uns. Und ich glaube, das ist einfach ein Verlust. Ich möchte eben auch entdecken können und ich möchte gerne auch, dass vielleicht Autoren, ich habe vorhin das Beispiel Kafka genommen oder nehmen Sie Schönberg aus der Musik, es gibt reihenweise Beispiele von Künstlern, die in ihrer Zeit entweder nicht erkannt worden sind oder die eben kaum Gehör gefunden haben und plötzlich sind sie Giganten der Musikliteratur oder Buchliteratur. Diese Mechanismen möchte ich erhalten, damit wir auch weiter aus dem Vollen schöpfen können. Ich möchte eben nicht nur diese eine Strecke haben von sich gut verkäuflichen, von Rankings, die aufgebaut werden. Ich möchte den wahnsinnigen Buchhändler haben, der 3 Bücher eines wahnsinnigen Verlegers kauft, der mit einem Buch kommt, das er für sehr wichtig hält. Und dieser hat die Möglichkeit, einem kleinen Buchhandelsnetz eben diese Bücher anzubieten. Das ist der Mechanismus in unserer Branche. Die entscheidende Frage aus meiner Sicht ist, ob Sie das haben wollen oder ob der Kunde es haben will. Sie haben gerade sehr zu Recht gesagt, das Kartellrecht ist dazu da, um den Konsumenten zu schützen. Ich habe eingangs versucht, den Punkt klarzumachen, dass es im Moment kein Anzeichen dafür gibt, dass der Kunde von Amazon bedroht ist. Naja, er ist bedroht dadurch, dass es ein geschlossenes System ist, aus dem er nicht rauskommt. Aber er nicht mehr freiwillig raus kann. Er ist insofern gebunden, als er seine Daten beim Lesen ausgespäht werden. Man versucht, ihm passgenaue Angebote zu machen. Das kann man gut oder schlecht finden, aber ich möchte gerne nur Transparenz darüber haben und ich möchte gerne, dass man sich dieser Sachen bewusst ist. Und deswegen führen wir auch diese Diskussion und wir führen sie sehr heftig und engagiert, weil wir als Buchbranche Werte vertreten, über die man natürlich auch streiten kann, aber wir vertreten diese Werte und werden sie auch, so glaube ich, jedenfalls durchsetzen. Hier war jetzt noch eine Frage hier vorne, bitte. Ein Mikro. Ja, guten Tag, Benoît Toussaint von der französischen Presseagentur. Eine Frage für Sie, Herr Skippis. Sie haben viel über unfairen Wettbewerb gesprochen und mir ist es unklar, was für unfair Wettbewerb von Seite Amazon erhalten. Könnten Sie diesen Punkt vielleicht ergänzen, bitte? Also 2 Bereiche nochmal sagen. Das ist einmal diese Steuerfrage. Amazon hat seinen Sitz des Unternehmens in Luxemburg. Luxemburg gelten 3% Mehrwertsteuer. Amazon liefert E-Bücher aus Luxemburg mit 3% Mehrwertsteuer aus und hat damit einen Wettbewerbsvorteil von 16% gegenüber jedem anderen Wettbewerber. Ich will noch einmal ergänzen, dass das ein Problem ist. Man kann es sagen, das digital, aber man kann es digital auch in Klammern setzen, des weltweiten Konzernkapitalismus. Da bin ich bei Ihnen. Nur, der Kaffeebetreiber im Stadtpark kann nicht mit dem gleichen Recht und hat nicht mit der gleichen Lobbyarbeit auftreten, wie Sie das hier tun, gegenüber dem Unternehmen Starbucks, die genau das Gleiche machen. Also auch da rate ich dazu, abzurüsten mit dem hohen Kulturbegriff und Missstände zu benennen, die politisch bearbeitet werden wollen, aber eben Missstände zu benennen in der Steuergesetzgebung oder in der im Arbeitsrecht, aber nicht in einer Branche. Sie setzen sich, und ich glaube zu Recht, dem Verdacht aus, Spezialinteressen bei der Politik durchsetzen zu wollen und damit sind Sie sozusagen bei der Politik im gleichen Fahrwasser wie Amazon auch. Die haben politische Interessen und Sie haben politische Interessen. Und das ist etwas ganz anderes, als wenn man über arbeitsrechtliche Dinge spricht, über steuerrechtliche Dinge spricht. Das müssen wir, glaube ich, feinsäuberlich trennen. Ich finde, ja, mag sein. Ich vertrete Interessen der Buchbranche. Ich würde auch gerne Interessen der kleinen Cafés vertreten, ehrlich gesagt. So wie Sie das hinnehmen, dass unsere Innenstädte durchzogen werden von Telefonläden, Starbucks und Billigtextilern. Das ist auch ein Punkt, für den man sich engagieren könnte. Ich würde das an deren Stelle auch so nicht hinnehmen, muss ich sagen. Da muss man natürlich auch wieder mit Leistung überzeugen. Das ist das erste Credo von uns. Ich habe Ihnen noch eine Antwort schuldig. Der zweite Punkt war, dass Amazon seine Marktmacht aus unserer Sicht dadurch missbraucht, indem es die Auslieferung von Printtiteln bei Verlagen verhindert oder behindert, von denen Amazon einen höheren Rabatt beim Einkauf von E-Büchern haben will. Das sind 2 ganz aus meiner Sicht herausragende Punkte. Ich möchte, ja,
Dort, bitte. Jörn Erbgut, mir geht die ganze Diskussion ein wenig zu sehr quasi altes Modell gegen neues Modell. Amazon hat monopolistische Tendenzen, marktbeherrschende Tendenzen. Das heißt, bräuchten wir nicht eher viele Amazons, weil Amazon hat ja die Vielfalt geschaffen, hat Vielfalt bereitet. Das Self-Publishing ist möglich geworden. Wir haben jetzt deutlich mehr Vielfalt als vorher, aber gleichzeitig gibt es die monopolistischen Wolken am Horizont und eigentlich bräuchten wir viele Amazons und nicht keinen Amazon, sondern eben viele davon. Super, nichts dagegen. Dort unten gleich noch eine Frage. Also ich muss sagen, ich persönlich sowohl als Konsumentin als auch als Autorin boykottiere Amazon seit Jahren, denn ich denke, es ist einer der mächtigsten Konzerne unseres Planeten und es gibt überhaupt gar keinen Grund, nur weil das E-Book 3 Euro billiger ist oder das Buch kostet ja fast das Gleiche. Es gibt überhaupt keinen Grund, bei Amazon zu kaufen. Gar nichts. Und das Problem, was ich dann habe, wenn ich versuche, kleinere Firmen im Netz zu finden, ist sogar, dass Amazon ganz viele Subunternehmen hat, die sich gar nicht als solche kennzeichnen, aber auch Amazon gehören. Es ist ein wahrer Dschungel und ich wollte das nur mal bemerken. Ich würde zum Boykott auch aufrufen. Ja, sei, wie gesagt, Ihnen unbenommen. Ich mag sogar einige Ihrer Argumente teilen, nur es ist ins Benehmen jedes einzelnen Kunden gesetzt, Ihrer Empfehlung zu folgen oder eben nicht. Und das ist, glaube ich, das Kernproblem. Wenn Amazon so beliebt ist, dann kann man auch den Kunden nicht vorwerfen, dass es so beliebt ist. Ja, aber wir befinden uns ja in einem Veränderungsprozess, den wir mitgestalten wollen. Und das haben eben Veränderungsprozesse an sich, dass man versucht zu überzeugen von seinem Angebot und, sage ich mal, auch von den Konsequenzen von Kaufentscheidungen, die sehr viel auch mit Werten, die in unserer Gesellschaft vertreten werden, zu tun haben. Ja. Ich finde dies... Ja. Ja, ich würde immer nur sagen, ich würde meinen, dass Sie in eine bessere Position geraten, wenn Sie nicht all das, was unter dem Allgemeinbegriff, unter dem Generalbegriff Kultur gefasst wird, in Anspruch nehmen würden, um politischen Schutz in Anspruch zu nehmen. Okay, also da wäre ich an Ihrer Stelle sehr vorsichtig. Die Argumentation müsste aus meiner Sicht an ganz anderer Stelle stattfinden. Beklagen Sie weiterhin die Arbeitsverhältnisse bei Amazon, wenn es denn zu beklagen gibt. Ich bin da nicht so genau im Bilde. Beklagen Sie die Steuerberechtigung. Beklagen Sie von mir aus im Bildungsbereich dafür, dass keine ordentlichen Bücher mehr gelesen werden, dass wir ein G8-Schulsystem haben und nicht mehr G9, G10 und für keine Musik und für keine Kultur mehr, auch für keinen Musikunterricht mehr offenbar bereit sind, unsere Kinder auf Schulen zu schicken und Zeit zu investieren. Beklagen Sie das alles. Ich bin bei Ihnen, aber ziehen Sie keinen Bannkreis um die Kultur, um die es als solche keinen Bannkreis zu ziehen gibt. Noch einmal, ich knüpfe an das Argument an, was Frau Bauer am Eingangs gebracht hat, es ist oder vorgestellt hat. Die Kultur an sich ist kein schützenswertes Gut, sie ist mittlerweile ein Biotop subventionierter Interessen. Und das ist auch nicht schlimm, nur müssen Sie mit guten Gründen dieses Biotop verteidigen. Und Sie können nicht einfach einen Bannkreis darum ziehen und sagen, alles schützenswert. Nein, ist es nicht. Sie müssen begründen, warum die 712. Zauberflöte im Dreispartentheater Coburg tatsächlich noch aufgeführt werden soll. Sie müssen begründen, warum mit Verlaub Nele Neuhaus mit der von der Buchpreisbindung oder John K. Rowling von der Buchpreisbindung geschützt sein soll. Das müssen Sie begründen. Und ich finde, an dieser Stelle gehen Ihnen die Argumente aus, also versuchen Sie eher die politischen Argumente und die anderen Argumente. Also ich glaube nicht, dass uns die politischen Argumente ausgehen. Wir sind am Anfang unserer Diskussion. Ich widerspreche noch einmal heftigst. Es gibt diese Mechanismen, Mehrwertsteuer etc., Kartellrecht, völlig richtig, aber die
der Schlussstrich und die Summe, die unten drunter steht, ist dann nicht, naja, da hat halt eine Wirtschaftsbranche Pech, sondern da hat eine Gesellschaft Pech, die nämlich auf ein kulturelles Angebot zunehmend verzichten muss. Und da sind wir eben überzeugt davon, dass wir mit unserer Arbeit einen wesentlichen Beitrag zum Gelingen einer freien Gesellschaft beitragen. Das möchte ich doch so pathetisch werden. Und das ist eben unser Ausgangspunkt. Das ist aber auch die Antriebsfeder von den vielen, ich sprach vorhin von verrückten kleinen Verlegern und Buchhändlern. In der Tat sind das Verrückte, aber die sind total überzeugt von ihrer von dem Wert, den sie schaffen. Und das lassen wir uns natürlich nicht nehmen, sondern das ist genau der Kern unseres Seins. Und deswegen, klar, es gibt diese Mechanismen, Mehrwertsteuer etc., aber der Schlussstrich heißt, wir müssen damit dann auch leben, dass wir ein verringertes kulturelles Angebot haben. Schauen Sie sich USA an, schauen Sie sich UK an, da ist die Entwicklung schon zu beobachten. Ich muss jetzt reingrätschen. Hier war noch eine Frage, bitte, oder ein Statement. Und dann komme ich zu meiner Abschlussfrage. Also meine ursprüngliche Frage ist eigentlich schon veraltet, aber ich habe jetzt noch eine neue. Und zwar gerade was Sie sagen, dass die verrückten Verleger, die müssen geschützt werden. Und die werden hier in Deutschland durch die Buchpreisbindung unter anderem subventioniert und geschützt. Genauso gut könnte ich auch sagen, Amazon bietet kleinen verrückten Autoren die Möglichkeit irgendwie, überhaupt an die Öffentlichkeit zu kommen und irgendwie ihre Leser zu finden. Also im Prinzip genau das, was Sie fordern, das macht Amazon auch. Amazon bietet irgendwie einer bestimmten Schicht von Autoren und Autorinnen die Möglichkeit zu veröffentlichen. Und zwar gerade auch in Amerika in einem Buchmarkt, der sehr von sehr viel sehr großen Verlagen beherrscht wird, noch viel mehr als hier. Also ich denke mal gerade in Amerika, was Sie auch mal als Beispiel angeführt haben, da ist es nicht Amazon, der den Buchmarkt kaputt gemacht hat, sondern die großen Verlage, die nach und nach alles Kleine platt gemacht haben. Naja, das ist in den USA die Struktur, in dem es eben diese Preisbindung nicht gibt. Ich glaube, es ist auch ein Trugschluss zu glauben, dass der kleine Autor von Amazon Sichtbarkeit bekommt. Wenn Sie mit Ihrem persönlichen Werk auf Platz 723.554 stehen, dann ist das gleichbedeutend dafür, dass sie nicht existieren. Wenn sie aber dann in der kleinen Buchhandlung von einem Buchhändler empfohlen werden, das heißt also, der seine Kunden kennt, dann haben sie immerhin die Möglichkeit, in die Öffentlichkeit zu kommen. Und heute ist es tatsächlich so im Verlagsgeschäft, dass gerade die kleineren und mittleren Verlage meistens diejenigen sind, die Autoren entdecken, ihnen eine gewisse Publizität vermitteln, die dann große Autoren werden. Ich halte es, um darauf nochmal anzuschließen, nicht für ausgeschlossen, dass Amazon am Ende, die kulturelle Vielfalt zunächst einmal noch erhöht. Ich halte es nicht für ausgeschlossen. Ich halte auch das Gegenteil nicht für ausgeschlossen. Aber ich gebe Ihnen vollkommen recht. Ich würde auch sagen, das ist genau der gleiche Punkt. Es muss nicht nur den kulturellen Irrsinn eines Buchhändlers geben, sondern auch den kulturellen Irrsinn eines Autors. Und der kann möglicherweise bei Amazon jetzt oder beim Self-Publishing kann er reüssieren. Und ein letzter Punkt nochmal zu der kulturellen Vielfalt. Ja, man kann klagen als Kultur, dass die kulturelle Vielfalt dass die auszehrt und dass sie weniger wird. Aber gerade im Bereich der neuen Musik, gerade im Bereich der Opern, ich glaube 50% oder 60% der Opern weltweit werden in Deutschland aufgeführt. Es gibt nicht einen Komponisten neuere Musik, der mir bekannt wäre, um an Ihr Beispiel Arnold Schönberg anzuknüpfen, der nicht mindestens 2-3 Monate im Jahr in Deutschland ist, um sich hier irgendeine Uraufführung, die von den Rundfunkanstalten bezahlt wurde, aufführen zu lassen. All das gibt es. Ich möchte es auch schützen und ich möchte auch, dass es nicht anders wird. Ich glaube nur, dass Ihre Argumentation sehr, sehr defensiv ist und dass Sie wieder viel mehr über die Qualität in die Diskussion einsteigen müssen, um in der politischen Diskussion überhaupt noch gehört zu werden. Kultur ist heute auch neben anderen Gütern ein begründungspflichtiges Gut. Und man kann nicht mehr so tun, als ob die Kultur an sich einfach da ist, einfach gut ist. Für viele Menschen ist sie es nicht. Und noch einmal, ich habe in dem Stück, was ich letztens geschrieben habe, irgendwann die Überschrift gewählt, Mozart macht eure Kinder auch nicht klüger. Damit meinte ich selbstverständlich, dass mir Mozart am Herzen liegt und selbstverständlich, dass das eine wichtige Sache ist. Aber trennen Sie sich von dem Gedanken zu sagen, es ist ein Muss. Für viele Leute ist es kein Muss und es hat schon auf der Welt
sehr viele Milliarden Menschen gegeben, die ohne Kenntnis des Don Giovanni glücklich ins Grab gestiegen sind. Das habe ich gelesen. Also ich kann nachvollziehen, wie weh Ihnen das getan hat zu schreiben. Das ist völlig unbenommen, aber ich habe ja am Anfang gesagt, wir machen ein Angebot und letztendlich entscheidet der Konsument, der Künstler, der Leser, die Leserin oder eben der Operngängerin darüber, ob das angenommen wird. Aber ich bin da schon nah bei Ihnen. Ich bedanke mich ganz herzlich. Ich wollte eine Abschlussfrage stellen, die stelle ich jetzt nicht mehr, weil es schon so spät geworden ist. Ich bedanke mich sehr herzlich für ein Gespräch, das doch noch zu einem Streitgespräch geworden ist, wie ich es angekündigt hatte. Wir haben uns bemüht. Auch wenn zwischendurch mal es so schien, als ob es nicht so sein sollte. Ich bedanke mich auch bei Ihnen. Herzlichen Dank für die vielen Fragen und ich wünsche Ihnen noch eine ganz wunderbare Messe. Tschüss.